Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir das Spiel Scribble.io zusammen mit Fabian, Maya und mir, dem iPhone und Toni. Ja, genau, hallo, ich bin natürlich dabei und Maya auch. Maya, hallo, sag was. Hi! Genau, Maya ist nämlich auch dabei und sie macht heute Zeichnungen. Und ich male heute. Genau, sie malt heute Dinge, wir müssen sie erraten, das ist das Spiel, wir kennen es alle, Montagsmaler aus der Grund- und Haupt- und Real- und Gymnasiale Schule. Und im Studium. So ist das. So, wir haben jetzt ein blaues, einen blauen Hintergrund hier. Ja, okay. Okay, blaue Striche. Okay. Maya, soll das ein blauer Hund werden? Okay. Fabian, ich mal doch mal. Das sieht halt aus wie ein blauer Hund. Ja, gut. Ja, eigentlich ist es voll gut. Es ist eigentlich richtig gut geworden. Es ist also, irgendein Fisch. Ist ein Kontinent? Wo ist das ein Kontinent? Hey, ich habe mir so viel Mühe gegeben, damit es von gut oben aussieht. Von oben sieht richtig viel aus wie ein Kontinent. Junge, WTF, was ist das? So, soll das jetzt irgendeine bestimmte Fischsorte mäßiges sein? Sollte das so ein Horn haben, oder? Ja. Sicher? Ja. Hä? Ja. Wie ist denn so ein Tier? Ja. Sollen wir vielleicht noch eine Regel einfügen, bevor wir das Spiel anfangen? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wollen wir die Regel einfügen, dass Sterne. Wir nicht googeln? Sind das Sterne? Fabian? Ja. Fabian? Ja, was ist? Die Regel einzufügen, dass wir nicht googeln dürfen. Okay. Maya, was sind das? Okay, Sind das Sterne? Fucking nochmal, wieso sind das Sterne? Weil das magisch ist. Also, nein, was ist das Blaue? Wasser. Nein, nicht das Himmel. Dunkelblaue. Der Fisch. Das ist kein Fisch, was ist das? Nilpferd. Was ist im Wasser und ist blau und groß? Nilpferd. Was? Ja, das ist im Nil halt, ne? Was? Nein! Was ist im Wasser blau und groß? So, ja, bestimmt kein Einhorn, oder? Vergiss das Einhorn jetzt. Wir versuchen jetzt gerade nur das Lebewesen rauszukriegen. Was ist das? Was ist das Blaue? Der Fisch. Na, was? Es ist groß. Delfin, Hai. Nein, ein Wal. Delfin. Ja. Ja. Und warum hat der Wal jetzt ein Einhorn? Horn? Ja, und jetzt setzt das zusammen. Weil. Ja? Nein. Ah. Nee, hä? Nein! Es ist ein Einhornwal. Ein Einhornwal. Was ist ein Einhornwal? Super. Was ist denn ein Walhörnchen? Weiß ich auch nicht. Was soll ein Einhornwal sein? Okay, es sind nur drei Wörter. Drei Wörter, ja. Drei Wörter. Na ja, klar. Oh nein. Sind das Wellen? Ja. Fertig. Hä? Oder ich mach's mal ein bisschen einfacher. Ich war kurz AFK. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Hä? Ja? Was war denn das Wort? Ich hab geschrieben, was es war. Hä? Eigentlich ist es ganz einfach. Was denn? Ja, das sollst du erraten! Weiß ich nicht! Kornwal. Ich kann leider keine geraden Striche machen, das tut mir ein bisschen leid. Ist doch nicht schlimm. Ja, dann machst du sie nicht genau gerade, ist doch egal, oder nicht? Mhm, egal. Man muss Wir haben ja eine Straße. Korrekt. Aber was passiert mit dieser Straße? Hä? Hä? Ist es ein Tunnel? Geht es um den Tunnel? Nein.
Oh mein Gott, sieht schlimm aus. Nein, das sieht gut aus. So. Also auf jeden Fall geht es in den Tunnel rein. Aber es geht jetzt halt mehr um dieses Teil halt. Also, und was für ein Teil denn jetzt? Ja, was für ein Teil? Oh nein! So halt. Wie nennt man das denn? Das ist auf jeden Fall die Straße, so. Das wissen wir alle hier. Wie nennt man das denn nochmal? Und hier ist ein Tunnel, aber das ist irrelevant. Es geht jetzt halt um die Tatsache, dass... Oh, das wird so schwierig, das zu zeichnen, aber... Ach, du hast noch gar nicht das Zeichnen richtig angefangen von dem, was wir erraten sollen, wie jetzt. Ist das ein Auto? Ja. Ja, okay, es ist jetzt ein Auto, so. Okay. Okay. Das sind Autos. Ah. Ja, genau das gleiche. Ich hör das als erstes. Okay. Auch wenn es aussieht wie Zelte. Okay, Leute, das ist jetzt richtig easy. Ach ja, das ist am besten noch irgendwas viel Größeres, so, ne? Was willst du denn mit deinem MRT mit irgendeinem komischen Fachwort gestern? Also komm, hör mir hier auf, du. Ey, das hab ja nicht ich ausgesucht. Doch, das hast du ausgesucht. Nein, hab ich nicht. Doch. Ja, so viel zu nicht googeln, ne? Also jetzt geht's los. Hey, ich google doch gar nicht. Fabian googelt. Nein. Wow. Du hast so lange gebaut, um einfach... Oh mein Gott. Nein, ich hatte es schon mal geschrieben, aber jetzt einfach geblockt. Ich wollte gerade Sichel schreiben. Was, soll das eine Lupe sein? Nein. Ein, wie heißt das denn, diese Federballschläger? Federballschläger. Bitte, was soll das werden? Ist das so ein Netz? Irgendein Netz? Ja, da ist halt Netz drin. Wieso ist das nicht Federballschläger? Nein, man nennt es anders. Und jetzt soll ich den Namen davon wissen, oder wie jetzt? Also Fabian, es gibt auch einen anderen Namen für Federball. Ja, und als ob ich weiß, wie der geschrieben wird. Es fängt mit T an. Ach so. Ah, okay, gut. Dann tschüss, Maya. Nein, warum bin ich draußen? Keine Ahnung. Aber, ich hab Nudeln jetzt auf meinem Bildschirm. Was für ein Teil? Maya, komm wieder rein. Wir wollen weitermachen. Ah, okay, ich habe keine Punkte mehr. Ich weiß nicht, wie du gerade rausgeflogen bist, aber es war interessant. Es war ein Tennisschläger. Ich weiß, wir haben es gesehen. Am Ende. Hier ist wieder Staub. Ja. Nein, das wäre passt doch gar nicht. Also ich habe jetzt auch voll viele Punkte, okay? Mhm. Ja. Gut. Möglicherweise habe ich da gerade etwas vergessen, das passt aber schon. Mach einfach weiße Ränder, ja, oder so. Es ist oben immer noch nicht zu. Genau. Ja. Sehr gut. Mache ich doch gerade. So, das soll eine gerade Straße sein. Okay, checkt ihr alle. Gut. Oh, Junge. So. Oh Mann, warum hat die denn drei Streifen? Autobahn. Gibt es eine Vierstreifenstraße? Ja, natürlich. Es gibt auch eine Sechsstreifenstraße, glaube ich. Gibt sogar eine Zehnstreifenstraße. Ja, komm, wo das denn? In China. Ja, wahrscheinlich. Oh, ey, was laberst du für das sind übrigens Autos hier, ne? Also. Ja, sieht aus wie Scheiße. Ja, Mann, solange du checkst, was das ist. Ich soll checken, was das ist. Ich könnte es übrigens schon erraten. Ja, ich weiß nicht. Es sieht genauso aus wie mein Stau. Ja. Es ist aber kein Stau. Die stehen ja nicht still, die fahren ja. Meine standen auch nicht still. Die fahren während des Staus. Was soll das denn sein? Mein Gott, es ist eine Straße mit Autos. Ja. So, die fahren, sagen wir, hier lang. So, und die fahren hier lang. Ja. Gut. Und? Ja. Hä? Was? Also, wenn Autos hier und Autos da lang fahren. Ja. Dann nennt man das. Die stehen ja nicht still und nichts.
Sagen wir, hier ist noch so ein schöner Bus. Von der Stadt zum Beispiel. Gegensetzt. Ich kenne den Gegenverkehr, aber es ist kein Gegen, es ist ein Verkehr. Nein, ich hab's nicht mehr geschafft, doch man, das ist doch unfair. Hast du auch vorgesagt bekommen am Ende. Ja, aber ich kann doch nicht so schnell tippen. Ja, denkst du, ich sagte das so 3 Minuten vorher an, oder wie jetzt? 3 Minuten vorher, Fabian, jetzt übertreib mal nicht. Weißt du, ja, nicht, was das genau wie lang sein soll? Es ist ein Mund. Oder eine Banane. Ich weiß ja nicht, oder ein Teller. Ich weiß ja nicht, wieso so etwas einen Namen hat extra. Was ist das? Es ist eine Person im Boot. In einer Banane. In einem Bananenboot. Kreativ. Hat es ein Ruder, der Typ? Es ist kein Boot. Was ist das denn? Was sind das denn für braune Streifen? Oh, das sieht komisch aus. Ja, tut mir leid. Nein, also nicht. Was soll das werden? Ja. Also, oh mein Gott, ich habe keinen Bock, das weiterzuzeichnen. Stellt euch vor, das hört ihr jetzt. Das ist. Ist auch zu lange sonst. Moment. Es ist immer noch gut. Es hat rein gar nichts mit Wasser zu tun. Oh Gott, ja. Leck mich doch am Arsch. Das ist ja komplett am Arsch. Nein, sag das nicht. So, jetzt. Und was soll das sein? Das sieht so schrecklich aus. Hä? Vielleicht könnt ihr es noch nicht erraten, weil ich noch nicht fertig mit der Dimension hier bin. Also, Moment. Das ist möglich. So und so. Sehen aus wie Menschen, die gerade da im Boot verrecken sind. So. Ja, das sieht aus wie eine wie so eine Blockade für Panzer. WTF? Weißt du? diese Kreuz. Was zeichne ich denn gerade? Diese eiserne Kreuzteile da. Ein Tisch. Möglich. Nein, ist so. Aber was soll das da auf dem fucking Tisch drauf sein? Ja, versuchst du es zu erraten. Walnüsse. Ja, zum Beispiel. Habe ich schon geschrieben. Mhm, und? War falsch. Ja, ich weiß. Das sind trotzdem Nüsse. Wie Nüsse? Was gibt es denn für Nussarten? Also es sind 2 Wörter zusammengesetzt. Aus den 2 Dingen, die man hier sehen kann. Also es ist keine bestimmte Nuss. So. Es ist keine bestimmte Nuss, genau. Oh Mann. Ich verstehe auch nicht, warum es für sowas ein extra Wort gibt. Man hat es mit dem Tisch verstanden, aber ja, das ist ein bisschen Ablenkung auch gleichzeitig. Naja, ich versuch's halt so zu zeigen. Oh, Fütter! Was ist das denn? Okay, alles, was jetzt gerade weiß, ist bitte blau vorstellen, weil ich habe gerade verkackt. Okay, weißt du was? Ich mach's nochmal. Mach's nochmal anders. Nein, mach's jetzt bitte nicht weg. So, ist okay. Also, es ist eine Schüssel und eine Schale. Und in dieser Schale befinden sich Nüsse. Also, es ist eine Nussschale. Eine Nussschale? Ja. Ja, ich hab's auch erst ab dem Moment gescheckt, wo Toni meinte, das sind 2 Wörter. Dann habe ich Erdnüsse probiert und dann habe ich so gedacht, eine Nussschale. Wo er dann meinte, das sind die beiden Sachen. Ich weiß ja nicht, was eine Nussschale sein soll. Ist genauso, würde ich sagen, eine Apfelschale oder so. Ich kann meine kreativ freien Lauf lassen. Oh. Bei keinem Tier hoffentlich. Ist immer richtig schlimm. Machen wir jetzt alle eine Straße oder was geht hier ab? Ja, heute Straße dran. Gestern war es Tier, weißt du noch? Mhm. Ja, wir haben gestern tatsächlich schon mal gespielt. Das war interessant. Witzig. Ja, da hatte Maya immer irgendwelche komischen Tiere gemacht. wie zum Beispiel ein fucking Reh, was schlussendlich denn ein Hase sein sollte. Genau. Wieder eine Lupe. Ist wieder ein Tennisschläger. Wieder eine Lupe. Ah ja. Was soll das sein? Ist das dieses Make-up-Teil? Oder was soll das? Was soll das darstellen? Scheiße da dran. Gestern war auch was mit Scheiße dran. Was machst du da zur Hölle nochmal dran? Schminkding. Däh! Auf einmal ist es ein Typ! Wenn du Dinge zeichnest, dann zeichne sie so. Schminkding wird ein Typ! Wenn du Dinge zeichnest, bitte zeichne sie so, dass man sie auch erraten kann, ne? Also.
Zeichne nichts, was irgendwie nicht mit dem Thema zu tun hat. Das wäre ein bisschen scheiße. Das tue ich doch gerade. Ich sag ja nur, ne? Verstehst du? Was mir egal denn jetzt? Ja, oh mein egal. Gott, ihr rafft es nicht. Oder? Ja, ihr rafft es nicht? Hä, muss man das... Oh, egal. Warum auf so einem Stäbchen, Maya? das war ja... Eine Kopftransplantation. Das ist ja momentan ja richtig witzig, wenn man so Witze darüber reißt. In welchem Universum ist das wie... Ja, das möchte ich jetzt auch ganz gerne wissen. Da. Also ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich glaube, Fabian versteht das sogar noch ein bisschen weniger, weil er das egal nicht kennt. Oder kennst du das egal? Nee, ich glaube nicht. Ja, okay. Oh mein Gott. Ich kenne es. Ich kenne es, aber ich verstehe den Zusammenhang irgendwie nicht so ganz. So, weißt du, was das denn ist? Ein tragbares Gefängnis. Damit brätst du Sachen. Hä? Damit brätst du Sachen. Eine Bratpfanne. Und jetzt zeichnest du einen Typen da dran? Eine egale Bratpfanne. Damit brennst du mit Grill und so. Hä? Damit was hat das mit dem Grill zu tun? Um. Was hat SpongeBob und dreht die Buletten um? Ein, willst du mich verarschen? Das ist der Wendler und ich fand Wender. Als ob man darauf kommen sollte. Du würdest doch selbst nicht darauf kommen, würde man das so zeichnen. Natürlich, ja. Ich hab ihn sogar schwarz umkreist. Aber er heißt ja Wendler und nicht Wender. Oh, kann ich ein anderes Wort, ein anderes fucking Wort haben? Woher wollen wir wissen, wie der heißt? Das muss man nicht wissen. Das wusste ich aus Zufall jetzt gerade nur. Ich hab das L vergessen, sorry. Yeah. Ich dachte, da steht ein L. Du hast das Wort vergessen, scheinbar. Du kannst auch Funwender machen, das wäre einfacher gewesen. Hab ich doch gemacht. Also so Buletten und dann halt so ein Funwender. Das wäre wieder zu viel gewesen. Yeah. Also, wir haben hier so einen komischen Typen. Der schreit. Nein, aber sein Mund hat nichts damit zu tun. Ja, ein N. Und ein Dreieck. Das sind Zähne. So, und dann hat er hier so seine fucking Hand. Danke. Jetzt hab ich's. Fabian, jetzt hab ich's. In der Hand hat er hier so ein... Das wird Spaß, das zu cutten. So ein Stick. So ein Spitzen. Etwas Spitzen. Also, so ein Ding ist... Es geht übrigens um das Teil, was man da in der Hand hat. Ja, genau. Aber das war ganz schön dick, muss ich sagen. Fabian, also. Ja, ich wollte es irgendwie spitz machen, aber man, es ist ein bisschen schlecht zu zeichnen, wenn man keinen Touch drauf hat. Das Ding ist so Toni, so Vampir und so, aber es bezieht sich nur auf den Zahnstocher. Fabian, also, mein Pannenwendler war besser. Ganz bestimmt nicht, weil das haben wir nicht so schnell geschafft. Was ist das? Ja, das ist irgendein Insektoid, locker. Das könnte hinhauen, glaube ich. Ich weiß es. Boah, wenn das Ding so aussieht. Ja, guten Appetit, Maya, wenn du wüsstest, was das ist. Igitt Schinken, Maya. Ja, das ist richtig gut, Mann. Das müsst ihr alle jetzt erraten können. Das sieht doch was richtig gut aus, Mann. So. Danke. Ja! Guten Appetit, Toni. Ne? Ich darf erst was sie schenken. Okay, warte, ich mach's ein bisschen einfacher. Also. Muss ich jetzt diese fucking Art davon erraten oder ist das gar nicht. Oder denke ich komplett falsch, in einer komplett falschen Richtung? Falsch, komplett falsch. Ich weiß nicht, wieso die ganze Zeit da fest. Ach so! Es ist eine Art von Schinken. Ja. Eine Art von Schinken, Maya. Natürlich, wenn du das unbedingt essen willst. Okay, klar, gerne. Ich habe keine Ahnung, was das Gehirn für ganze Kappen hat hinten und so, aber ich hab's versucht. Ja, okay, ich hab's verstanden, nachdem du dieses da rumgezeichnet hast. Ja. Aber jetzt, Junge, ich hab die ganze Zeit an den Insekt gedacht, die ganze Zeit überlegt, was das sein könnte für ein Typ. Du hängst nicht so sehr an Insekt dran. Wenn ich sage, es ist kein Insekt, dann... Ja, ich weiß. Sag mir nicht, was ist das? Du siehst das. Oh mein
Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber es ist gut, es ist gut. Es ist schlimm, schrecklich. Ich hab's gut gemalt. Ja, du hast es gut gemalt, aber es ist schrecklich. Nein, okay, es ist sehr simpel gemalt, aber es ist schrecklich. Jetzt müsstest du es erraten können, Fabian. Das ist keine Blume. Daran habe ich auch nicht gedacht. Ich schon. Ausnahmsweise mal. Jeder hatte dieses Scheißteil und ich hab's gehasst. Scheiß, wie werden die Teile geschrieben? Fiegelbänner. Oh mein Gott. Was? Oh, letzte Sekunde. Nein. Keiner, ich wusste nicht, wie die Scheiße geschrieben wird. Ich hab diese Teile gehasst. Es war auch so ein Ding, wofür man dann irgendwie 10 Euro gezahlt hat. Was ist denn ein Ameisenbär? Hä, das kennst du nicht? Das sind die Dinger, die Ameisen fressen. Wir hätten hier so ein kleines Büro. Wie nennt man das nochmal? Großes Büro. Großes von Büro aus Scheiße. Nein, es hat nichts mit diesen fucking Ameisen zu tun. Schlag das direkt aus dem Kopf, das war einfach komplett Trash. Ich hab's einfach da gerade eben nur gefunden und dachte nur so, WTF, was soll das sein? Jetzt ist es so ein Ameisenbär. Maulwurf. Hügel. Okay, ich kann dieses scheiß Gebäude nicht zeichnen, aber das passt schon. Sieht aus wie so ein Knopf. Es ist ein sehr wichtiges Gebäude. Oh. Und es ist, warte. Und warum ist es dann nicht auseinandergeschrieben, wenn es wichtig ist? Du hast das erste Mal, also weißes Haus ist richtig, aber was ist das weiße Haus? Was? Mann, ich darf nicht zu viele Tipps geben. Ich habe auch Tipps gegeben. Ja, trotzdem. So, wir haben hier so eine ganz wichtige Person, so ein, weißes Haus, also Amerika. Also, welche Regierungsform und so und so ein bisschen, wer haben wir da so? Nein, das ist Deutschland. Es ist nicht die Regierungsform. Sondern wie heißt die Person an oberster Spitze? Donald Trump. Ja, mal, das sind zwei Wörter, es geht um ein Wort. Willst du mich verarschen? Hä? Ja, die Person heißt so, aber die Person ab. Ich sag nichts mehr. Ja, genau, ich will auch nie zu viele Tipps geben, aber ich habe das Gefühl, dass man es nicht checken kann. Also kreist die Person ein, um die es geht, oder kreist halt den Typen ein, so. Ich hab ihn doch gerade geschrieben! Maya, es geht um einen Wort, nicht 2000! Es geht doch nicht um die Person, den Namen, es geht nicht um den Namen, es geht um was die Person ist. Es geht um den Rang. Oh, wie ist das? Es geht um die Arbeit, ja, schreib es doch! Oh, jetzt? Ich kann nicht so schnell! Du hattest 30 Sekunden Zeit! Ich bin nicht drauf gekommen. Erst auf den letzten Sekunden. So. Oh, Gott, das wird interessant. Ja, das ist jetzt sowas wie so ein Ameisenbär. Lass mich überlegen. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Ich glaube, es sieht so aus. Hä? Das sieht aus wie so ein kleines Haus. Ach so, warte mal, ist das von so einem Schiff? Ihr denkt komplett falsch, aber ist egal. Ihr werdet es gleich erfahren. Maya, ja, wieso? Staubsauger. Sieht so aus. Wie ein Staubsauger. Wie ein Staubsauger. Ja, aber hä, was ist das? Ist das ein Mensch? Ja, Ursula, was machst du da für Punkte unten? Was hat die da auf dem Kopf? Hat sie einen Staubsauger auf dem Kopf? Nein, na ja. Ach so, ja, moin, okay. Ja, das lassen wir einfach mal unberührt. Wobei, bekommt man das, wenn man... Okay, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Aber es geht ja auch nicht genau um das, sondern um eine Art von, was man... Klär ich gleich hier. Also... Oh. Was steht da? Hexerei? Ja, hab ich verschrieben. Hexerei, dann hätte Toni doch einen Hexenhut gemalt. Ich weiß es doch nicht, Maya. Kein Staubsauger. Staubsauger? Wieso denn Staubsauger? Weil das Ding aussieht wie ein fucking Staubsauger. Du bekommst doch einen Staubsauger. Weil es aussieht wie ein Staubsauger. Wow. Was ist das? Sieht aus wie eine Roboterhand. Also es ist eine Hand und da tut die Person etwas, so. Hä? Und zwar schreiben. Ja. Und... möglicherweise geht die Person hier hin und gibt hier was ein und dann
Ist ein PC. Die Person googelt vielleicht nach Dingen. So. Und was die Person erreichen möchte, ist das hier. Also tut die Person etwas. Ein Verb. Etwas, was man tut. Man. Also man tut. Schreib's am besten, bevor du es sagst. Schreib's am besten anders. Das ist am Ende des Wortes. Renn oder wenn? R-E-N. Wie schreibt man das? Du hast doch schon erraten, studieren! Ich hatte es als erstes, Fabian, du hast mir gemacht. Ja, hattest du, hast es nur falsch geschrieben. Man tut auch, studieren. Ja. Es ist richtig schwer, weil es gibt ja nichts, was das so aus, was man nur da macht irgendwie. Man ja. Tut ja auch lernen, so im Endeffekt. Ja, ich habe auch an Lernen schon gedacht, aber ich dachte, das passt nicht hin. Dann kam da U und D und ich dachte so, ja, WTF, das klappt gar nicht. Die Mütze eigentlich schwarz, fällt mir gerade ein, aber egal. Ich habe einfach Ja. Es war dunkles Blau. Ich dachte erst, du machst da irgendeinen komischen Typen hin, der irgendwie so sich durch seinen Kopf hat. Gelenktyp, der sich so durch seine Beine mit dem Kopf bewegen kann. Oh mein Gott, WTF. Tja. Das ist eine Wasser, eine Badewanne. Soll das eine blaue Maus werden? Ein blauer Biber? Als ob! Hä? Ja, also ich hoffe, du hast Serien geschaut früher als Kind. Als Kind, mit 10, keine Ahnung was. Es geht um ein Tier. Mein Tier. Ich glaube, dass dieses Tier niemals in echt so aussehen würde. Deshalb muss man diese scheiß Serie kennen für das Tier. Ach so. Nein. Ich glaube, Fabian hat's. Scheiße! Das war eigentlich ja. So gut gemalt, ne? Ja, war's. Ja, ich hab's auch. An den Farben sofort erkannt. Junge, ich hab so total chronisch. Dumm überlegt. Maya, du hast noch 20 Sekunden. Es geht um die Währung. Mehr Tipps gibt's nicht. Das ist schon kein Tipp, das ist aber vorgesagt eigentlich. Gelder? Hä? Es geht um die Währung. Die Währung. Es gibt doch 1000 Währungen und das ist Dollar. Hat man doch im Symbol sofort gesehen. Sonst würde ich einen Kreis zeichnen und es geht um Kreis. Oh, das ist interessant. Jetzt kann ich... okay, es hat was... nee, ich sag... Das werde ich nicht damit assoziieren. Das ist jetzt egal. Machen wir aber hier so. Ah, ja. Oh, wir sind ja schon in der fünften Runde. Ich hoffe, die Farben jetzt nicht vertauscht. Scheiße, ich glaube, ich habe genau das getan. Ach, sieht das symmetrisch aus. Das ist so wunderschön. Toni sieht super aus. Könnte noch super aussehen, wenn ich das machen würde. Also eigentlich habt ihr das Wort schon lange, aber es ist eine andere Variation davon. Also man sagt halt, es ist die... Also, ich kann, glaube ich, das erste Wort mal schreiben. Oh, das war sehr gut.
Wunder. Schön. Und hier kommt dann das nächste. Also es ist natürlich zusammengeschrieben und so, aber... Ich bin glücklich. Ja, darüber fährt halt was. Logischerweise. Ja, also willst du mich verarschen, Maya? Hä? Du hast es jetzt geschafft, zweimal falsch zu schreiben. Dreimal. Also einmal hast du ein Wort, einen Buchstabe zu viel gehabt und einmal hattest du ein zu wenig gehabt. Es ist nämlich eine Schiene. Das ist irgendwie peinlich, wenn man so ganz kurz überlegt. Dass man da nicht sofort drauf kommt. Was willst du denn jetzt von Fabian? So, das war's mit der heutigen kleinen Folge Scribble.io. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine sehr positive Bewertung da für Maya, mich und Fabian. Ja, mich, genau. Die Qualität dieses tollen Videos. Deutsch kann ich leider auch nicht mehr. Ich würde sagen, ja, liked das Video, abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat und aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt und schaut die nächsten Videos, wenn euch die Videos gefallen und lasst eine positive Bewertung da, wenn euch die Videos gefallen. Und so, wir wollen eine Absage machen, kein Vortrag. Ciao, Leute. Tschüss. Das war so eine richtige Leander-Absage. Tschüss. Ja, ne? Leander sagt auch mal tschüss. Wenn er was sagt, dann sagt er tschüss.